Einen wunderschönen guten Tag. Heute geht es los mit Mach den ersten Schritt. Der kardinale Mond. Der erste Schritt, aber für was? Der erste Schritt in Richtung Festigung. Hier geht es aber heute gar nicht um Beziehungen an sich in der Liebe. Das hat schon sehr viel mit Liebe zu tun, aber es geht hier heute wirklich um die Liebe zu deinem inneren Kind, um die Wunden, die in deinem Sein noch nicht geheilt sind und vor allem auch um die Tat, dir selbst einmal Sicherheit mit Stärke zu vermitteln. Diese Sicherheit in der Stärke ist heute so überdimensional wichtig, weil es deinen gesamten Lebensweg immer so ein bisschen bewölkt macht. Es macht einfach keine Klarsicht. Aber wenn du heute bereit bist, mit deinem inneren Kind zu kommunizieren und dein inneres Kind auch schweben zu lassen, da sein zu lassen, spielen zu lassen, aber auch dir eine Wegrichtung aufzeigen zu lassen, dann kannst du heute wirklich sehr schön in dein Sein finden. Vor allem deine weiblichen Attribute können heute sehr, sehr positive Wendungen annehmen und du beginnst für dich einzustehen und somit entsteht auch deine Stärke und das ist etwas, was dich festigt in deinem Sein. Es zeigt dir deine starken Seiten auf, aber natürlich auch deine Schwächen und die kannst du dann natürlich im Bewusstsein weiter bearbeiten. Sehr schön. Dazu haben wir die Pflanzenseele, die Pfefferminze. Wenn die Pflanzenseele der Pfefferminze erscheint, so flüstert sie dir zu, durch mich erfährst du vollkommene Präsenz und Gegenwärtigkeit. Atme mich, damit ich in Bereiche eindringen kann, die wir gemeinsam durchlichten und öffnen. Was hältst du im Verborgenen? Wo verschließt du dich, um dich vermeintlich zu schützen? All das, was du zurückhältst oder versteckst, einschließlich all deiner Impulse, Gaben und deiner unermesslichen Liebe ist ein Hinweis darauf, dass ein Teil von dir nicht gelebt wird. Öffne dich. Und das passt dir natürlich sehr gut mit dem inneren Kind überein. Natürlich zeigt es hier auch wieder Attribute, die du versteckst oder die dir bisher noch gar nicht bekannt sind, weil dein inneres Kind sie versteckt hält, weil es denkt, du möchtest dich deinem wahren Sein noch nicht stellen, dann bist du auch noch nicht bereit für die Sicherheit und für dieses Schlüsselmomentum in dir zu reifen und aus dir herauszukommen. Dann kommt die Frage, wovon musst du dich befreien im abnehmenden Mond? Und befreien solltest du dich auf jeden Fall aus dem Schuldspruch und aus den Vergleichsszenarien, die du dir im Alltag aufgebaut hast. Sei es, ob du Menschen vergleichst oder auch, ob du dich vergleichst mit Lebenssituationen oder eben auch Berufe oder finanzielle Vergleiche ziehst in Situationen, die dein Dasein derzeit gar nicht beschäftigen sollten. Das heißt, du wirst abgelenkt von deinem eigentlichen Fokus, indem du alles in den Vergleich bringst, alles, was um dich herum geschieht. Aber das sollte nicht passieren. Befreie dich mal von dieser fremdgesteuerten Energie, dann kannst du für dich sehr, sehr viel mehr in der Positivität erfahren und somit auch für dich neue Türen öffnen, vor allem im Bereich deines Seins für die Kraft in dir, dass du die Energie bei dir behältst und auch für dich in deinem Bewusstsein nutzt. Dann haben wir die Pflanzenseele, den Teebaum. Das Gefühl von allem, sogar von Gott getrennt zu sein, ist ein Aufruf, deine Wunden zu heilen und dich in das erholsame Bad des Urvertrauens zu begeben. Richte dich neu aus, lasse deine Zellen sich neu informieren und wisse, du bist ein wichtiger Teil des großen Ganzen. Der Teebaum ist ein heiliger Baum, der unendlichen Möglichkeiten und eröffnet den Zugang zur Traumwelt, in der wir das Leben werben oder weben. Sei gut geerdet, vertraue, ziehe Grenzen und löse dich von der Furcht vor dem Hiersein und von dem Irrglauben, nicht geliebt zu werden. Und all das geschieht in der Arbeit mit deinem inneren Kind. Das ist ein Prozess, der kann gar nicht von heute auf morgen bereinigt werden. Also zum Beispiel bei mir im inneren Kind-Coaching sind mindestens immer 6 Monate anvisiert. Du kannst gerne noch dran teilnehmen. 2 Plätze habe ich für dieses Jahr noch frei oder ab jetzt halt für 6 Monate. Es geht halt wirklich darum, deine Wunden zu heilen. Und diese Wunden heilen auch, denn du hast diese magische Kraft in dir, dich auch selbst zu heilen, wenn du es eben nur zulässt. Und zulassen kannst du es nur, wenn du den Teebaum nutzt, natürlich in Kombination mit deinem inneren Kind. Und jetzt eine wunderschöne Karte, nicht nur, weil sie die Waage darstellt, der Neumond in der Waage. Eine neue romantische Phase, Ich als Waage freue mich ja dann immer,
wenn wir den Neumond in der Waage haben, denn die romantische Phase zeigt eben auf, dass du beginnst, deine Emotionen zu achten und deine Emotionen auch für wichtig zu empfinden. Diese Wichtigkeit ist sehr, sehr stark anziehbar heute für dich und auf einmal erkennst du auch, dass im Bereich Beziehungen gar nicht alles so trügerisch und schlecht scheint, wie du es denkst. Denn wenn du dich heute mit deinem inneren Kind triffst, dann hast du auch für viele andere Themen die Antwort.